dir, was du beachten solltest, wenn du deine Materialien bei Eduki einstellen möchtest und erfolgreich verkaufen möchtest, dann brauchst du natürlich ein perfektes Deckblatt. Und ein perfektes Deckblatt zu erstellen, das scheint gar nicht so einfach zu sein, denn leider habe auch ich meine Deckblätter immer wieder überarbeiten müssen. Ich habe immer wieder festgestellt, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert und habe jetzt mittlerweile ja, eine Variante gefunden oder herausgefunden durch viel, viel Arbeit, was gut funktioniert und was eben auch leider überhaupt recht ungünstig ist. Dazu haben wir hier dieses Deckblatt, wo ich so denke, das würde ich im Leben nicht veröffentlichen. Und ich gehe direkt auf die Punkte ein, die hier ja nicht funktionieren. Schauen wir uns mal diese Schrift hier an, diese kleine Krakelschrift, ja, Spielzeug. Das kann ich teilweise, das kann ich am Rechner schon kaum erkennen. Habe auch immer so ein bisschen im Hintergrund, dass deine Materialien dann auch bei Pinterest erscheinen sollten. Also natürlich reicht es nicht, das Material bei Eduki hochzuladen, sondern du solltest es natürlich auch bei Pinterest gleichzeitig hochladen. Deswegen achte darauf, dass du keine Schriften benutzt, die nur auf den zweiten Blick zu erkennen sind, ja, was irgendwie so ein bisschen ja krakelig aussieht. Nutze tatsächlich Schriften, die sehr schön lesbar sind, wie die Grundschrift oder Arial, Railway, Asquai habe ich hier zum Beispiel. Solche Schriften sind mit einem Blick zu erkennen und ja, gut lesbar am Rechner. Du siehst auch hier, dass dieses Wort ist viel zu klein geschrieben. Also das ist ja Quatsch, ja. Du hast ja hier ein riesengroßes Deckblatt, also nutz doch den ganzen Platz aus. Also ich übertreibe das regelrecht. Ich ziehe dieses Wort über das ganze Feld. Also alles, was irgendwie verfügbar ist, nutze ich aus und nutze so den gesamten Platz. Also man sieht leider bei Eduki viele Materialien, wo viel Deckblatt ist, aber wenig Informationen oder wenig, ja, wenig auf einen Blick zu sehen, was überhaupt da drin ist. Also teilweise sind da riesengroße Ränder und das ist natürlich eine vergebene Chance. Je schneller jemand erfassen kann, um was es in dem Material geht, desto schneller kann derjenige entscheiden, ja, wow, das ist interessant und das schaue ich mir mal näher an. Was mir auch aufgefallen ist, oder was ich extra so erstellt habe bei diesem Deckblatt, ist, dass hier natürlich viel zu viel Text ist. Ja? Dein Deckblatt ist eine Einladung, sich mit dem Material zu beschäftigen, ist eine Einladung, soll so einen ersten Einblick geben, aber dein Deckblatt ist kein Buch und dein Deckblatt kann auch keine komplette ja, Handreichung sein oder alle Informationen beinhalten, was dein Material ausmacht. Das funktioniert nicht. Ja? Lehrkräfte müssen erkennen, ist es geeignet für meine Klassenstufe, zu welchem Thema ist das Material, welche Materialart ist es. Und wenn hier steht, Spiel für Deutsch in der Grundschule, naja, wenn ich es gut mache und ich biete einen Einblick in das Material, dann sieht man ja, dass das Grundschulmaterial ist. Also man sieht, dass es hier eher nicht für die 9. Klasse geeignet ist. Man sieht hier die Grundschrift, also man erkennt relativ schnell alles klar. Das richtet sich hier an Grundschullehrer und nicht an Lehrer in Chemie in der 11. Klasse. Das heißt, versuche auch Wörter, die du auf dem Deck, die einfach zu viel sind, ja, die zum Beispiel doppelt gemoppelt sind oder die gar nicht notwendig sind, weil aus dem Einblick in dein Material hervorgeht, um was es geht, versuch das einfach wegzulassen, ja. Also Spiel für Deutsch in der Grundschule lasse ich einfach komplett weg. Man sieht, dass das Deutsch geschrieben ist, man sieht, es ist relativ kindlich gehalten. Also lasse ich das einfach weg. Ich empfehle immer, bei Deckblättern mit maximal drei Begriffen auszukommen. Also das könnte sein, das Thema, das Fach und die Materialart reicht vollkommen aus. Wenn dieses Material jetzt auf Englisch wäre, würde man ja direkt auf dem Deckblatt hier zumindest erkennen, wenn da steht I have, who has the book, dann sieht man, alles klar, das ist Englisch. Dann brauche ich den Begriff Englisch hier nicht mehr erwähnen. Kann ich komplett weglassen. Also je weniger Wörter, desto schneller ist es erfassbar und ja, desto einfacher können Lehrkräfte entscheiden, alles klar, der, das ist nichts für mich. Oder, oh, das ist aber interessant, da klicke ich mal rein. Bei Eduki sehen ja die Lehrkräfte auch die Vorschau, sie können also jede Seite anschauen und erkennen, alles klar, das ist was für mich oder eben nicht. Also auch hier mit Spielanleitung oder Grundschrift würde ich tatsächlich weglassen. Hier habe ich tatsächlich die Materialart hinzugefügt. Ich habe, wer hat, das gehört natürlich hier
dazu. Was uns jetzt noch auffällt, ist, dass der Hintergrund sich von der Schrift überhaupt nicht abhebt. Also ich würde immer empfehlen, klare Kontraste zu bauen, also oder zu schaffen. Ja? Klare Kontraste bedeutet eine relativ knallige, deutliche Farbe auf weißem Hintergrund, starker Kontrast, oder ein dunkler Hintergrund und weiße Schrift. Das funktioniert bei mir ganz gut, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, auch vom eigenen Nutzerverhalten, ich mag das tatsächlich, wenn ein dunkler Hintergrund ist und weiße Schrift. Ja, oder eben andersrum. Aber es muss sich eben voneinander abheben und nicht hier so ein Wischiwaschi sein. Ja, etwas, was das Auge verwirren kann und so weiter. Deswegen hier, du siehst sofort den Unterschied, wenn ich den Hintergrund anpasse und weiß mache, knall. Bumm, also das leuchtet sofort, man kann sofort sehen, alles klar, um was geht es denn hier überhaupt? Dann in diesem Beispiel ist auch noch deutlich, dass viel zu viel Einblick ist, ja, also viel zu viele bunte Bilder, ja, man hat irgendwie einen riesengroßen Wust an Einblick in das Material. Ich kann das natürlich gut nachvollziehen. Man hat manchmal ganze Unterrichtseinheiten mit 20, 30, 40 Seiten und man möchte natürlich, das Deckblatt ist ja so das Allerwichtigste wie bei einem Buchcover und man möchte natürlich so viel wie möglich zeigen und schreiben und dann knallt man das hier alles obendrauf auf das Deckblatt und manchmal sieht es so verwirrend aus. Ja, also es sind extrem viele Seiten. Manche Lehrkräfte oder manche Eduki-Autoren haben es auch so, dass sie dann das noch krasser machen. Also ich mache euch mal ein Beispiel. Man hat dann wirklich jede Seite und das dann doppelt und dreifach. Und also es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und wer soll das denn dann bitte schön in irgendeiner Form erfassen? Ja? Wichtig ist doch, dass man auf einen Blick sieht, alles klar, es ist meinetwegen Grundschulmaterial, die Cliparts gefallen mir, das Design gefällt mir, Kate Hatfield, ich weiß schon, das ist ein Klassiker. Man sieht sofort, alles klar, so, das ist so der Stil, darum geht's und fertig. Also mach's deinem Kunden leicht und verwirre deine Kunden nicht mit solchen Deckblättern, mit tausenden Arbeitsblättern vorne drauf. Das ist verrückt. Das habe ich früher tatsächlich auch gemacht. Ich hatte mal so ein Bildkarten-Gesamtpaket mit über 50 Materialien und irgendwie 1000 Bildkarten und sowas und habe das tatsächlich auch so gemacht. Das war am Anfang so, da sah das tatsächlich so in der Art aus. Also es war extrem viel und das war viel zu überladen. Also ich versuche mich tatsächlich auch hier viel mehr zu reduzieren, also maximal so 5, 6 Karten bei Arbeitsblättern, teilweise nur 2 oder 3, ja, das reicht vollkommen, um zu sehen, alles klar, das ist spannend oder das ist eben auch nicht spannend für Lehrkräfte. Was würde hier noch fehlen? Du siehst natürlich hier das Logo, also das Logo ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, du hast schon ein ansprechendes Logo. Bei mir kommt rein zufällig natürlich das Eduki Türkis vor. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie Eduki gehalten, aber es ist eigentlich auch wurscht. Also ein Logo zu erstellen ist natürlich mal noch so eine extra Aufgabe. Also man ist ja an dieses Logo immer relativ lange gebunden. Versuche bei deinem Logo unbedingt darauf zu achten, dass du bei deinem Logo keine Elemente dabei hast, die kommerziell nicht nutzbar sind, also dass du keine Urheberrechtsverletzungen hier machst, denn wenn du das Ganze in einem Material machst und irgendwann stellst du fest, oh, das darf ich urheberrechtlich gar nicht so verwenden, na gut, dann überarbeitest du eben das Material, aber wenn in dem Logo zum Beispiel der Stift hier nicht ganz okay wäre und irgendwann würde ein Clipart-Zeichner kommen und sagen, das darfst du gar nicht verwenden im Logo, na, dann hätte ich echt ein Problem, dann müsste ich 3500 Materialien überarbeiten, das heißt, nimm dir lieber ein bisschen mehr Zeit für dein Logo und die Farben, die du gerne benutzt, also bei mir ist das nun mal Türkis und Pink, ich mag es, man erkennt das immer wieder, es ist so ein Running Gag in meinen Materialien, immer wieder kommt irgendwas in Pink und in Türkis vor. Diese Farben, die sollten tatsächlich so sein, dass du das gerne immer wieder nutzt und also dein Logo sollte Elemente enthalten, die einen Wiedererkennungswert haben. So zum Thema Branding werde ich gerne noch weitere Videos erstellen.
Bei diesem Material war es mir natürlich auch wichtig zu sagen, dass es ein Freebie ist. Der Begriff Freebie, na gut, der hat hier gut hingepasst, aber es ist ein Begriff, der bei Eduki-Autoren natürlich bekannt ist, aber nicht unbedingt bei Lehrkräften, die vielleicht noch nie bei Eduki waren, die dieses Bild zum Beispiel bei Pinterest sehen würden. Also das Wort kostenlos funktioniert natürlich auch immer sehr gut. Der Vorteil ist, wenn du das Wort Freebie benutzt, also das kannst du immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn du dein Material erstellst, zum Beispiel hier für den DATS-Unterricht, und du möchtest dasselbe Material dann zum Beispiel bei Teachers by Teachers in Amerika hochladen, da würde das Wort Freebie natürlich besser funktionieren als das Wort kostenlos. Ja, also wenn Lehrkräfte aus Amerika, die Deutsch unterrichten, dein Material sehen, dann sehen sie sofort Freebie als klar. Und Freebie wird in Amerika halt viel, viel häufiger benutzt. Also in Amerika wird eine Deutschlehrkraft vielleicht nicht unbedingt auf der Plattform auch nach dem Wort kostenlos schauen, sondern Freebie ist sofort einprägsam. Man sieht das eben sofort, man erkennt das. Also hier könntest du dir überlegen, okay, ist denn mein Deckblatt auch für andere Plattformen geeignet? Wenn das ein Deckblatt für Englisch wäre zum Beispiel, würde ich persönlich nie den Fehler machen und hier schreiben Spielzeug und dann Englisch Spiel. Denn dann kann ich dieses Deckblatt nicht einfach benutzen und das Material einfach bei TPT hochladen. Ja? Sondern ich würde dann einfach Toys schreiben. Und dann ESL Game verwenden. Fertig. Das funktioniert in Deutschland. Ja, in Deutschland wissen Englischlehrkräfte als klar Toys. Das ist das Thema. ESL ist auch ein bekannter Begriff. Und damit habe ich hier also auf dem Deckblatt kein deutsches Wort und kann das Material direkt auf internationale Plattformen hochladen. Ja, und fertig. Ich gebe dir am Ende des Videos übrigens noch eine kleine Zusammenfassung beziehungsweise versuche das Ganze in den Text zu schreiben, sodass du da jetzt nicht mitschreiben musst oder so. Ja? Es ist mein erstes Video für die Academy, deswegen ja, sei ein bisschen nachsichtig, wenn ich mich mal verquatsche oder wenn ich sage oder oder irgendwas. Okay. Also, wir hatten gesprochen über die Schriftgröße, über die Schriftart, über starke Kontraste. Wir hatten erwähnt, dass es sinnvoll ist, ne, das verschiebt es immer so, wir hatten erwähnt, dass es sinnvoll ist, nur wenig Einblick zu geben, dafür eben ja, vielleicht auch die schönsten Seiten rauszusuchen. Ja? Also wenige aber dafür sehr schöne Seiten. Bei einem Spiel macht es Sinn, vielleicht 5 oder 6 Karten und bei einem Arbeitsblattpaket vielleicht so 3 oder 4 Arbeitsblätter. Dann lieber 2 oder 3 Arbeitsblätter nehmen und dann lieber schön groß sehen. Ja? Ist viel, viel interessanter und man erkennt sofort auf den ersten Blick, um was es hier überhaupt geht. Dann hatten wir davon gesprochen, dass man ja, das Logo unbedingt braucht, ja, für den Wiedererkennungswert. Und es macht Sinn, immer im Hinterkopf zu haben, dass man das Material vielleicht direkt auch auf internationalen Plattformen verwenden kann. Okay, was ist noch wichtig? Ich habe hier zum Beispiel einfach einen Screenshot gemacht. Und das ist für mich immer das Einfachste. Was noch besser funktioniert, ist natürlich, wenn du dein Material im Einsatz zeigst. Also wenn du ein schönes Bild machst, denk immer daran, natürlich keine Kinder, Menschen erkennbar. Aber wenn du im Unterricht ein Foto machen kannst von deinem Material, dann ist es natürlich noch umso attraktiver. Dann sehen Lehrkräfte direkt, ach, alles klar, so sieht meinetwegen die Bastelvorlage fertig gebastelt aus. Also Bilder vom Einsatz im Unterricht, Live-Bilder, die funktionieren natürlich auch immer sehr, sehr gut auf Deckblättern. Ja, wir halten also ganz kurz fest, ich hatte noch mal schon mal kurz eine Zusammenfassung gegeben, aber insgesamt kannst du im Hinterkopf behalten, weniger ist mehr. Nutze den gesamten Platz, reduziere, frage dich, wonach du suchen würdest, was dich ansprechen würde, welches Element ist vielleicht das attraktivste in deinem Material, das stellst du auf das Deckblatt, denn das Deckblatt ist eine Einladung und kein ganzes Buch oder ja, kein Einblick in das komplette Material, sondern nur eine Einladung, sich damit zu beschäftigen.
Ich hoffe, das erste Video in der Academy hat dir gefallen. Schreib gerne, wenn du Fragen hast, und wünsch dir auch gerne weitere Themen, wo ich dir etwas dazu erzählen kann, wie ich Materialien erstelle, verkaufe, gestalte, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.